Hör auf damit. Adoptier sie. Ist das ihre Kaste? Nein. Komm, kleine Katze. Bitte sag, dass du... Ich hoffe, sie gehört nicht... Oh, sie ist so klein. Können wir sie adoptieren? Ich möchte sie so... Guck mal, sie ist so klein. Sie ist so klein. So hilflos. Du sollst schlafen gehen. Was soll denn das? Was ist denn hier los? Ja, nein, du isst jetzt mal grillter Käse. So, dann mal ein bisschen, zu aktiver Familie. Wir können sie jetzt zu... Aber nein, das machen wir nicht. Sie ist trotzdem zu süß. Lausbub. Dass es sowas gibt, finde ich natürlich so... Oh. Okay, das ist Spielen mit... Ja. Oh. Die ist natürlich schüchtern. Garten pflegen. Apropos Garten pflegen, sie muss kochen lernen, ich die Trottel. Hier, Kochbuch, lese das Kochbuch, alle. So, was hier los? Unser Affe ist erwacht, wer hat denn sie geweckt? Wegen Megafon. Wer hat denn hier... Och, hast du rumgebrüllt, du blöde Kuh? So, jetzt hören wir auf damit. Erschreckt, na, wenn sie, da die ist Pearl, hallo, die erschreckt alle Tiere. Okay, dann wirst du erstmal, was sollst du machen? Ach genau, den Garten kannst du nach, du kannst ja aber dann erstmal umziehen, bitteschön, ein Outfit wechseln, Alltag und danach kannst du den Garten pflegen. Guck mal, die Tomaten hier, die werden ja schon richtig schön. Alter, was ist, ich glaube, der... Aufräumen. Räum auf. Und dann ist gut. Pearl, wir sind erwachsene Menschen. Also ich reg mich nicht auf, ja? Die kleine Katze geht wieder. Schade. Wird bei einer... Oh, kannst du mal... Hallo, kannst du mal aufräumen erstmal. Und dann kannst du weiterlesen. So, da kann sich keiner beschweren, dass wir hier im... Die regen sich bestimmt auf, weil wir hier im Schlafzeug rumlaufen. So. So, dann machen wir das klar hier. Immer schön ernten hier. Oh, wieder Tomaten ernten. Njam, 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 njam. Sapphire. So. Pearl, du kannst dann gerne weiterlesen. Bitteschön. Eine Stufe kannst du erreichen. Guck mal, das glänzt und blitzt alles hier. Wir ernten und ernten und ernten. Und gießen und gießen und gießen. Level 6 erreichen. Nö, brauchen wir nicht. Das machen wir auf jeden Fall trotzdem sowieso. Wir ernten und ernten. Nachdem wir das gemacht haben, würde ich erstmal so ein bisschen nerdig sowas machen hier. Und dann hier noch ein bisschen ernten, ernten, ernten. Wir ernten bis zum Lernten. So, hier noch schön ernten alles und da ein bisschen gießen. Und hier ein bisschen der Unkraut, alles weg hier. Ist ja ekelhaft. Nitastat. Das ist richtig. Bitter toller. Aber das hätte ich nicht so gesagt. Nitastat. Ah, braucht ein bisschen. Vielleicht geht es auch halt. Was will die Fee hier, die Olle? Ich werde die ist bestimmt da, weil ich Feen aktiviert habe, ist die irgendwie. Ich muss, glaube ich, die Feen sowas aktivieren. Ist zwar schön gut, aber ich will immer nicht, dass alle. Naja. Alle Feen werden. Nita Start. Ich glaube, es hackt.
Wir machen das schon klar hier. So, hier noch ein bisschen Holunderbeeren. Schön Holunderbeeren-Saft. Das wär's. Nie das, das, ja, Mensch. Du musst halt ein bisschen pflegen. Pflegen, pflegen. Nipa Toda, Dita Pa. Nitastat, ja, wie viel Nitastat brauchst du noch? Fertig? Sie ist fertig. Guck dir an, wie gedächtig der Garten da gedeiht. Tomaten haben ihre Position, die drei wurden vererntet. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wir haben, können wir die verkaufen, aber es bringt nicht so viel. Da müssen wir erstmal ein paar mehr züchten. Und da sitzen sie und lesen sie. Wir haben sehr viele Comics gekauft. Die können wir jetzt mal alle durchlesen. So. Dann kannst du deinen Chinchilla machen. Unseren, euren. So ist das schön. Nein, bestimmt nicht. Gut, haben wir durch. Dann lehnen wir das gleich. Das freut. Wir lesen das jetzt. So, dann lese ich nochmal einen schnellen Comic. Oh. Ja, die Zeit habe ich noch, um das einmal durchzuklären. Das haben wir schon mal gelesen, kann das sein? Okay. Dann gehen wir duschen. Pearl Level 3. So, Pearl, wie geht's dir jetzt? Mit anderen Restaurant, Kaffee, 5 essen gehen. Das machen wir auf jeden Fall mit unserer guten. Wie lange haben wir dafür Zeit? Freitag um 13, also ist noch Zeit, das können wir machen. Nee, Sonntag. Okay, noch länger. Spülmaschine, ich glaube nicht. Das Rezept lernen, auf jeden Fall. Verfeilen, naja, du könntest erstmal ein bisschen kochen. Mittagessen servieren. Macaroni mit Käse. Ja. Manchmal. So, und dann machen wir jetzt mal schön was zu essen. Macaroni mit Käse. Scheiß Kühlschrank. Und dann läuft sie hier ein Schlafzeug rum. Schnippeli schnapp, schnapp, schnippeli schnapp. Käse, Käse. So, ich würde sagen, dann kann sie schon mal zur Arbeit fahren. Heute machst du mal normalen Betrieb. So, ich gehe mal zur Arbeit. Ne, wir sehen uns heute Abend. Tschüssi. Ja, wir sehen uns dann. Ich mach mal hier meinen Kram. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Voll entwickelt. Mhm. Oh. Das war ja gerade rechtzeitig. Ich nehme meine eigene Karre, du Traddel, oder ist das sie? Nein. Muss sie eigentlich wieder los? Ach, sie hat frei. Genau, Mittwoch und Donnerstag. Sie muss erst wieder los. 16 Tage ist Herbst. Da haben wir noch ein bisschen. Guck mal, kochen, alles wunderbar. So lernen wir noch immer so kochen. Ein bisschen mixen noch lernen. Sport auch ausbauen. Das müssen wir eigentlich nochmal machen, um bei Tourist, ja, hier bei, hier sind wir ja. So, was müssen wir mal anzeigen von der Sportler, anzeige Party, Krückständer. Nimm im Stadion am Hochschulsport teil. Erzähl an sportlichen Geschichte und Spende spielen gegen Sportler spielen gerne Tischtennis. Ja, genau. Stell dein Können beim Saftpong unter Beweis. Bowling ist für Sportler absolut ein Größte. Lege einen perfekten Wurf mit einer Wurfscheibe hin. Nirgends kann man seinen Einfluss unter den Sportler so verbessern wie am Lagerfeuer. Trate mit Sportlern. Anmachsprüche. Anwesenheit bei Partys. Plaudere. Sportler lassen sich gerne loben. Ja, wir müssen auf jeden Fall diesen Studentendings, da gibt es bestimmt so viele Sachen, die man machen kann. Oh, das ist ja cool, können wir mal plaudern. Ja, wir plaudern ein bisschen mit den, hier mit den anderen. Ja, wir plaudern ein bisschen mit den Sportlern. Was ist denn los? Du bist doch schon längst arbeiten, du Trottel. So ein alter. Nichts anbrennen lassen. Peridot. Ich vertraue dir. Höchst persönlich. Ah. Oh. Ja, lecker.
Pale Crows beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Ja, wenn sie hier mit Schlafzeug rumläuft, kein Wunder. Dumme Nuss. Was ist das denn? Ein Auto. Achso. Ich dachte, da wäre etwas Spannendes. Oh, die Zeitung müssen wir mal aufräumen. Und wir müssen mal ihn füttern. Es sieht noch okay aus, wollte gerade sagen, aber es sieht noch okay aus. So, dann. Och nein, ich wollte das nur. So, dann kannst du mal hier füttern. Piepler Mord. Und dann kannst du mal das Haus saubern. Ja, so, jetzt sieht es schon besser aus. Von mir, es macht ja keinen Unterschied, ne? Aber gut. Der Stoff ist, glaube ich, ein bisschen fester. So. Räumt sie ein bisschen auf und dann geht das alles schon sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, die Pirito hat da schon ein Auge für. Sauber machen. Hey, 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 was ist los da? Sofort wieder an die Gitarre rein. Das ist Peridot, ne? Blues aber auch neu, ne? Wollen wir mal Jam, oder? Ich weiß nicht. Wir spielen jetzt mal alleine. Ich bin sofort wieder an die Gitarre. Richtig so verrückt nach der Gitarre. So! Ich geh raus, ihr Penner! Sollen wir alle hören, wie schlecht ich spiele? Entschuldigung. Yeah, los geht's! Okay, das kann ich mir nicht anhören. Ich liebe Musik, aber. Ach, sie geht auf Toilette, das macht sie gleich mit, oder was? Hat sie ja das auch gemacht, ne? Gleich sau schön. Ah, das ist. Ich muss alles sauber. Da hat sie auch die Sonnenbrille auf, da sieht sie jeden Fleck. Jeden Fleck wird da gesehen und sofort wieder gemacht. So, schön Ordnung im Haus haben. Betten noch schnell machen. Ja, das ist. Das ist aber so habe ich das immer gewonnen. Ne? Peridot ist so, die ne, macht ein Haus sauber, alles immer ordentlich, immer perfekt, immer schön geordnet. Kocht, ist sozusagen Mutti. Reste wegstellen. So, da würde ich sagen, kochen hat sie drauf. Da würde ich erstmal. Soziale Gruppe. Hier mit den Sportlern. Ja, müssen wir den Sportplan planen. Hast du Zeit mal? Ja, Cowboy, alles klar? In. Oh, der ist schon bekannt, der steht aber schnell. Chef der Partie, ja, mit der. Du bist ganz schön Müll. Du redest Müll, du alte Troll. Das Leben geht weiter und weiter. Ist das nicht schön? Ja, dann werde ich auch die Aufnahme, denke ich, in Bälde wieder beenden, damit ich erstmal so eine kurze Aufnahme habe, denn, ja. Ja, läppisch, dann müssen wir nochmal irgendwann. Also, aber ist ja immer so. Aber ich finde es, wie gesagt, cool, dass es so klingt, ist ja die E-Gitarre. Aber ja, es gibt leider nur eine. So, jetzt haben wir mit denen gesprochen, ein bisschen nach Hause fahren. Das ist schon schön. Ja, du hast Hunger auf. Du sollst doch mal ein bisschen kochen. Ja, Makarone mit Käse. Musst du eigentlich heute arbeiten? Ja, nee, heute hast du frei. Kochen hast du auch gut. Kannst auch nicht mehr lesen, ne? Kannst du kochen? Du kannst, du könntest es auch nochmal lesen. Oh, Peridot hat Tagearbeit verbracht. Sehr schön. Lecker, lecker, sehr gut, lecker. Also alles hier. So. Sie braucht keinen Job, ne? Oder? Ne, sie verdient ja Geld, wenn sie ihren Kram da zeichnet. Oha. Dann sollen wir Oliver auf, oder? Schafft sie das noch? Das schafft sie noch. Come on. Das kann nicht so lange dauern. So, jetzt haben wir auch. Das ist einfach ganz normale Sachen, die man hier so macht. Musst du duschen? Nein, musst du nicht. Dann wirst du erstmal sofort duschen gehen. Und du kannst gleich auch mal
Reste essen und zwar von gegrillter Käse. Da bin ich wieder. Was für ein Tag. Wo ist gefüttert? Ja, wir haben. Oh, sie hat ja noch einen Laptop. Da können wir. Tomaten. Ja. Maraun. Ja, schmeckt da. Ja, köstlich. Ja, und dann würde ich mal alle gleich ins Bett schicken, oder? Und dann beende ich die Aufnahme. Komm, du schaffst es noch. Ja. Level 2 erreicht. Wunderbar. So. Pedro, ich kann auch ein bisschen, du kannst, die Zeitung rausholen. Genau, wir können mal gucken, ob wir einen Job für, Dings finden. Das kann man dann für sie mal nachgucken. So, und, ja. Ob sich ein Job hier befindet oder nicht, das werden wir in der nächsten Aufnahme erfahren, erleben, wie auch immer. Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Adios, mas, sayonara, und bis zur nächsten Aufnahme. Bye, bye.